Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mathe Matura Express. Wir schauen uns heute wieder eine komplette Matura-Aufgabe an. So. Ich habe wiederum eine Aufgabe der Matura vom September, vom 20. September 2019 herausgesucht, und zwar aus dem Teil A wiederum. Und diese Aufgabe, ihr seht, das ist die Aufgabe 3, ja, und da geht es um Pelletsheizungen. Ja. Und wie da kurz erwähnt wird, sind Pellets eben Heizmaterial aus gepressten Sägespänen. Ja. So, schauen wir uns mal die Aufgabe A an. Bei der Aufgabe A, da geht es jetzt, da sehen wir, dass sich die Gesamtkosten für eine Pelletslieferung aus einer fixen Grundgebühr und den Kosten für die Liefermenge zusammensetzen. Und dabei ist für jede Tonne Pellets der gleiche Preis zu bezahlen. Ja? Das heißt, wir haben eine fixe Grundgebühr und für jede Tonne zahlt man immer gleich viel. Und jetzt geht es darum, dass ein Pelletshändler auf seiner Website einen Online-Rechner anbietet. Und der Kundin verwendet jetzt eben diesen Online-Rechner und sie notiert die Gesamtkosten für drei verschiedene Liefermengen. Das heißt, sie wird wahrscheinlich drei verschiedene Liefermengen erhalten haben. Oder, na falsch, also sie wird wahrscheinlich drei verschiedene Liefermengen in diesen Online-Rechner eingegeben haben und wird dann dementsprechend diese Gesamtkosten erhalten haben. Und wir sollen jetzt nachweislich überprüfen, ob der Online-Rechner die Gesamtkosten wie oben beschrieben berechnet. Okay, soweit so gut. Einziges Problem ist, woher soll man jetzt wissen, um was für Funktionen es sich handelt? Ja. Dazu ist es eben gut, wenn man sich im Text die wichtigen Sachen anstreicht. Und zwar, was haben wir denn? Wir sehen da, die Gesamtkosten für eine Pelletslieferung setzen sich aus einer fixen Grundgebühr. Also das ist der Preis, den man immer zahlt. Gell? Unabhängig davon, wie viel Pellets man bestellt. Gell? Das heißt an und für sich, wenn ich einen LKW kommen lasse und ich zahle und ich lass mir gar keine Pellets liefern, was ja eh schon absurd genug ist, dann würde man diese Grundgebühr ebenfalls zahlen. Ja? Und was wir dann noch haben, ist eben die Kosten für die Liefermenge. Ja? Die sogenannten variablen Kosten. Da aus diesem ersten Satz lässt sich jetzt aber noch nicht herauslesen, um was für Funktionen es sich handelt. Ja? Wir wissen nur, okay, fixe Grundgebühr, unabhängig davon, wie viel Pellets ich bestelle. Ja? Und dann habe ich halt noch Kosten je nach Liefermenge. Gut. Was jetzt aber im zweiten Satz steht, und das ist jetzt der springende Punkt, für jede Tonne Pellets ist der gleiche Preis zu bezahlen. Das heißt, ich zahle meine Grundgebühr und zahle dann für eine Tonne Pellets so und so viel. Bezahle ich zwei oder bestelle ich drei Tonnen Pellets, ja, dann habe ich dementsprechend für diese Tonne das Dreifache zu zahlen. Nicht insgesamt, der Gesamtpreis ist das Dreifache. Aber, ja, jede Tonne, die dazu kommt, da kommt der gleiche Preis dazu. Ja? Das heißt, ein konstanter Preis kommt dazu, ein konstanter Anteil kommt hinzu zur Grundgebühr. Schon abhängig davon, wie viel ich bestelle. Ja? Aber pro Tonne kommt immer dasselbe hinzu. Und wenn pro Tonne dasselbe hinzukommt, dann ist es eben eine lineare Funktion. Ja? Also sie wächst immer gleich. Das sollte dabei da abgelesen werden, dass für jede Tonne der gleiche Preis zu bezahlen ist. Ja, das ist der springende Punkt. Das liefert uns die Idee, dass wir eben eine lineare Funktion haben. Wie gesagt, fixe Grundgebühr. Ja, da wissen wir aber noch nicht, um welche Funktion es sich handelt. Das erfahren wir erst mit Hilfe vom zweiten Satz, weil wir eben wissen, pro Tonne kommt das gleiche hinzu. Ja, wenn es jetzt noch nicht so ganz klar sein sollte, bitte selber nochmal durchüberlegen. Ja. So, das heißt, das ist unser Ansatz, wenn wir Kosten, bezeichnen wir gerne mit K, das ist das X, X steht für die Anzahl Tonnen Pellets von mir aus, ja. Und das K von X, das ist dann der Gesamtpreis für X Tonnen Pellets und 2 Euro. Ja, und wir wissen, lineare Funktion k mal x plus d. Wie gesagt, bei linearen Funktionen und auch bei Exponentialfunktionen kann man das relativ gut im Text
verpacken. Ja, dementsprechend, wenn das so im Text verpackt ist, dann ist das schon ein Hinweis darauf, dass es sich um eine lineare Funktion oder um eine exponentielle oder um eine nicht exponentielle Funktion, sondern Exponentialfunktion handelt. Ja? Und wie gesagt, es kommt pro Tonne dasselbe Preis hinzu, dementsprechend das ist das Signalwort für die lineare Funktion. So. Gut, die Grundgebühr, die ist fix, die sollte an und für sich gleich sein. Und jetzt beim Online-Rechner sollen wir überprüfen, ob der das jetzt richtig berechnet. Das heißt, ob der wirklich pro Tonne den richtigen Preis dazu rechnet. Ja, was heißt das pro, also der Preis pro Tonne? Ja, das ist nichts anderes wie die Steigung, also das K unserer linearen Funktion. Das heißt, wir müssen überprüfen, ob das K da jeweils immer gleich groß ist. So, und da muss man jetzt aufpassen, gell? Weil man muss jetzt im Grunde genommen die Steigung anschauen von 2 auf 4. Gell? Wie sieht da der Preis pro Tonne aus? Dann von 4 auf 5,5. Wie sieht da der Preis pro Tonne aus? Und dann, und das wird leider oft vergessen, darf man aber nicht vergessen, weil es kann, wenn wir diese vier Werte anschauen, das Gleiche herauskommen. Wenn wir diese vier Werte anschauen, zufällig das Gleiche herauskommen. Gell? Aber wenn wir dann von 2 auf 5 und das betrachten, dann kann vielleicht was Verschiedenes herauskommen. Das heißt, in diesem Fall müssen wir drei Fälle durchspielen und schauen, ob immer dasselbe herauskommt. Wenn es beim zweiten Fall schon was Verschiedenes herauskommt, dann wissen wir es eh. Gell? Dann müssen wir das nicht durchspielen, nur es könnte eben der Fall sein, dass zweimal was Gleiches herauskommt und beim dritten Mal eben nicht. Gell? Das heißt, da bitte genau sein, genau arbeiten und nicht zu früh aufhören, das Ganze zu berechnen. So. Gut, ich mache das jetzt da, weil da haben wir es noch schön Platz. Dann haben wir die Zahlenwerte gleich daneben stehen. So, wenn wir jetzt die Steigung K ausrechnen wollen, K, erinnert euch, K ist ja Delta Y durch Delta X. Das heißt, in diesem Fall muss ich die Differenz der Gesamtkosten anschauen. Also wir haben da insgesamt 960 minus 500. Und das dividieren wir dann durch 4 minus 2. Ja. Denkt vielleicht noch einmal an die Differentialrechnung, da wäre das der sogenannte Differenzenquotient. Ja? Bei der linearen Funktion Differenzenquotient und Differentialquotient ist ja dasselbe, ja? Weil eben die Steigung gleich bleibt, konstant ist bei der linearen Funktion. So, das machen wir jetzt schnell mit dem Taschenrechner, da müssen wir es nicht im Kopf machen, was herauskommen sollte, sein 430. Schauen wir uns das Ganze schnell an, das heißt, wir haben da 960 und da bitte aufpassen, richtig eintippen. Ja? Wenn ihr alles auf einmal eintippen wollt, müsst ihr das klammern. Ja? Dann bitte da eine Klammer, also dem Taschenrechner sagen, was steht im Zähler und dem Taschenrechner sagen, was steht im Nenner. Ja? Oder man tippt das der Reihe noch ein, das heißt 960 minus 500, das kann man sich ausrechnen, da haben wir 460. Und 4 minus 2 ist 2, dementsprechend das Ganze durch 2 dividieren und dann erhalten wir 230. Das heißt, da erhalten wir als Ergebnis 230. So, jetzt müssen wir das nächste überprüfen und das könnte beispielsweise sein, nehmen wir 2 und 5,5, das heißt K. Das heißt, wir haben 1260 minus 500 und da haben wir dann stehen 5,5 minus 2. Und da sollte jetzt ebenfalls wieder 230 herauskommen, weil das würde heißen, okay, pro Tonne zahlen wir 230 Euro. Und dementsprechend hätten wir eine Grundgebühr von 40 Euro. So, also, wir tippen das jetzt ein und jetzt tippen wir alles auf einmal ein, dass ihr das einmal gesehen habt. Das heißt, wir müssen das jetzt klammern, wir müssen den Taschenrechner sagen, was steht im Zähler? Das wäre 1260 minus 500. Und was steht im Nenner? Also 5,5 minus 2. So, und jetzt sehen wir, okay, da erhalten wir 217 ungefähr. Und das ist jetzt schon ein Indiz dafür, dass es sich nicht um eine lineare Funktion handelt. Das heißt, wir können an dieser Stelle das Ganze abbrechen, weil wir sehen, es wird nicht richtig berechnet. Ja. Ja, es müsste sich um eine lineare Funktion handeln.
Das würde heißen, das k muss immer gleich groß sein, das ist es aber offensichtlich nicht. Ja? Also können wir es an dieser Stelle lassen. Wie gesagt, würde da jetzt genauso wieder 230 herauskommen, müssten wir noch das gleiche für 4 und 5,5 überprüfen. Ja? Das heißt, in diesem Fall hätten wir nur einen dritten Fall überprüfen und den bitte nicht vergessen. Gell? Das ist leider immer wieder der Fall, dass das dann vergessen wird und das kostet dann einen Punkt, wenn das dann dementsprechend stimmen würde. Das heißt, da immer ganz genau rechnen. Gut, Aufgabe B. So, lesen wir uns den Text wieder durch. Also die Temperatur, auf die das Wasser eines Heizsystems erwärmt wird, bezeichnet man als Vorlauftemperatur. Und bei der Pelletsheizung ist die Vorlauftemperatur abhängig von der Außentemperatur. Und den Graphen der zugehörigen Funktion V, den nennt man Heizkurve. In der nachstehenden Abbildung ist jetzt eine solche Heizkurve für die Außentemperaturen von minus 15 Grad Celsius bis 20 Grad Celsius dargestellt. Also wir sehen, das ist der Graph einer Funktion, und zwar offensichtlich der Funktion V, wobei uns der Funktionswert, also V von x, ist angegeben in Grad Celsius und das gibt uns die Vorlauftemperatur an, und zwar in Abhängigkeit der Außentemperatur x in Grad Celsius. Und wie wir sehen, wie es im Text umsteht, von minus 15 bis 20. So, und was wir jetzt machen sollen, ist auf die Funktion V, und zwar im Intervall 0,20. Also Achtung, wir betrachten jetzt nur diesen Abschnitt. Ja? Nur von 0 bis 20. Das könnt ihr euch auch ruhig markieren. Ja? Aufpassen, nicht von minus 15 bis 20, sondern nur von 0 bis 20. Und da sollen wir jetzt die zutreffende Aussage ankreuzen. Das heißt, wieder 1 aus 5. Ja? Und das bitte nur ein Kästchen ankreuzen. Ja? Hocht sich komisch an, aber es passiert leider immer wieder, dass die falsche Anzahl an Kästchen angekreuzt wird. Gut. Also, wir müssen jetzt entscheiden, okay, welche dieser Aussagen, gell, also weil es ja nur einer ist, trifft zu und welche treffen nicht zu. Und eine gute Möglichkeit ist Ausschlussverfahren. Gell, das heißt, die schauen wir uns auch schon mal an, was trifft denn mit Sicherheit nicht zu. Die kann ich mir dann gleich wegstreichen und dann schaue ich an, okay, welche Aussagen bleiben übrig? Ja, welche muss ich noch miteinander vergleichen? Was könnte stimmen? Wenn ich Glück habe, bleibt bei meinem Ausschlussverfahren eh nur eine einzige Aussage übrig und die kreuze ich dann dementsprechend an. So. Erste Aussage. Der Funktionswert an der Stelle x, und zwar für x aus 0, 20 ist größer 0, und die erste Ableitung dieser Funktion ist ebenfalls größer 0. Ja, das können wir mit Sicherheit ausschließen. Ich meine, die Funktionswerte von 0 bis 20, die sind immer größer 0. Das ist klar. Ja, also wir sehen, wir sind da oberhalb von der x-Achse, dementsprechend positive Funktionswerte. Allerdings haben wir ein Problem, und zwar die erste Ableitung ist nicht größer 0, sondern die ist kleiner 0. Ja, dazu sollten wir jetzt eben wissen, wie kann ich die erste Ableitung einer Funktion interpretieren? Die Steigung der Tangente. Ja, ganz, ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn ich da die Tangente anlege, zum Beispiel hier, ich zeichne es kurz ein und löse es dann wieder weg, der würde dann ungefähr so ausschauen, dann sehen wir, okay, wenn ich immer von links nach rechts gehe, dann sehe ich, okay, ich gehe da so her. Und dann entscheidet sich, wenn ich nach oben gehe, habe ich positive Steigung. Wenn ich nach unten gehe, habe ich negative Steigung. Ich muss nach unten gehen, also eine negative Steigung. Dementsprechend muss die erste Ableitung negativ sein. Ja? Können wir da wieder weglöschen. Das heißt, wir wissen, okay, Funktionswerte größer 0, das passt, aber die erste Ableitung, und zwar für alle x aus dem Intervall 0, 20, weil wir sehen, okay, das fällt immer, gell? Die erste Ableitung muss negativ sein. Das heißt, wir können jetzt auch alles anschauen, wo die Aussagen, in denen die erste Ableitung vorkommt und bei denen die erste Ableitung positiv ist, die können wir mal sofort streichen. Das heißt, das kann nicht zutreffen, die zweite kann ebenfalls nicht zutreffen. Ja, beim Rest wissen wir es noch nicht. Allerdings, was können wir jetzt ebenfalls ausschließen? Ja, im Grunde genommen, wir sehen, die Funktionswerte, die sind immer positiv, weil wir immer oberhalb der x-Achse sind. Das heißt, jede Aussage, bei der da steht, dass die Funktionswerte kleiner 0 sind, schmeißen wir weg. Dritte Aussage können wir wegschmeißen. Vierte Aussage, Funktionswert kleiner 0, können wir wegschmeißen. Und jetzt seht ihr, mit Hilfe vom Ausschlussverfahren bleibt uns nur mehr die Aussage übrig. Nichts anderes. Gell? Wir haben uns die Aussage nicht ein einziges Mal angeschaut. Wir haben nicht ein einziges Mal überprüft, ob das da oben überhaupt zutrifft. Ja?
sondern wir haben nur geschaut, Funktionswerte positiv, dann könnte das passen, ja? Und die erste Ableitung haben wir uns angeschaut und mehr nicht. Und ihr seht, in diesem Fall ist sogar aufgrund dieser zwei einfachen Überlegungen so weit gewesen, dass ich alles wegschmeißen habe können, das heißt alle entscheiden habe können, alle anderen Aussagen bis auf die vierte sind falsch. Natürlich kann man jetzt überprüfen, stimmt die vierte, als Sicherheit würde ich es noch machen. Ja? Erste Ableitung negativ, das passt, das brauchen wir. Ja? Und zweite Ableitung negativ, das passt ebenfalls, weil, wie kann man die zweite Ableitung interpretieren? Ja, man hört oft, dass man das als Krümmung interpretieren kann. Ja? Erste Ableitung, also zweite Ableitung negativ, wäre eine sogenannte Rechtskrümmung, kann man sich so vorstellen, wenn man mit dem Auto fährt, fährt man so eine Rechtskurve. Negativ, traurig, das meine ich, das ist was Negatives. Gell? So kann man sich das auch merken mit Hilfe von der zweiten Ableitung. Zudem kann man sich merken, ja, wenn ich Extrempunkte ausrechnen will und ich will herausfinden, ob es Maximum oder Minimum ist, zweite Ableitung anschauen, wie ihr es wisst, ja? Und dann dementsprechend zweite Ableitung negativ, habe ich einen Hochpunkt. Zweite Ableitung positiv, würde so ausschauen. Kann man sich vorstellen, von links nach rechts, das wäre sowas wie eine Linkskurve, das ist was Positives, da hätte ich dann ein Minimum. Gell? So kann man sich das relativ schnell merken. Aber wie gesagt, haben wir bei dieser Aufgabe nicht gebraucht, weil ich im Ausschlussverfahren nur die vierte Aussage überblieben ist. So. Kommen wir zum nächsten Punkt. Da geht es jetzt immer noch um die Funktion v und die soll im Intervall minus 15 bis 20 durch eine lineare Funktion ersetzt werden. Diese soll an den Randpunkten des Intervalls die gleichen Funktionswerte wie v haben. Das heißt, wir ersetzen diese komplizierte Funktion von oben durch eine einfachere Funktion, in diesem Fall eine lineare Funktion. Dafür stimmt es halt immer so ganz genau. Und jetzt sollen wir in der obigen Abbildung den Graphen dieser linearen Funktion einzeichnen. Das heißt, in dem Bild da oben, den Graphen der linearen Funktion. Wir wissen, die Funktionswerte an den Randstellen, die sollen die gleichen sein. Das heißt, die lineare Funktion soll durch diesen Punkt gehen und durch diesen Punkt gehen. Und jetzt versuche ich das halbwegs einzuzeichnen. Wie gesagt, ihr bei der Matura bitte Lineal nehmen. Machen wir ein paar Punktis. Ja, so kann es sein. So. So würde das ungefähr ausschauen. Wir bleiben nur im Intervall minus 15 bis 20. Das heißt, diese lineare Funktion geht ebenfalls nur von minus 15 bis 20. Gell? Solche Sachen sollte man schon ein bisschen achten. Ja, okay. Dementsprechend haben wir es eingezeichnet. Und jetzt soll man angeben, um wie viel Grad Celsius die Vorlauftemperatur bei einer Außentemperatur von 0 Grad Celsius geringer ist, wenn anstelle der Funktion v die lineare Funktion verwendet wird. So, das heißt, das lesen wir da ab. Wir sehen, ja, da sind wir ungefähr, wenn wir das halbwegs einzeichnen, wahrscheinlich bei, da sind 45, keine Ahnung, 42,5. Und wir sehen, da sind wir ungefähr bei, boah, ja, nehmen wir da 43. Nein, bleiben wir bei 42,5. Wie gesagt, wenn man das mit Lineal macht, dann passt es ein bisschen besser. Ja. Und oben haben wir ungefähr 47,5. Wir sind da zwischen 45 und 50. Das heißt, wir sind da ungefähr um 5 Grad Celsius geringer. Hätte ich jetzt gesagt, jetzt schauen wir nochmal nach, 40, 45, 50, das heißt, wir sind da bei 47 ungefähr, da sind wir auch da dazwischen, ja. Ich hätte jetzt gesagt, um 5 Grad Celsius, 47,5 minus 42,5, dann sind wir auf 5 Grad Celsius. So viel ist das ungefähr geringer. Ja. Wie gesagt, da geht es darum, das abzulesen und dann hat man sowieso ein Intervall angegeben. Lösungsintervall, in dem man reinlegen sollte. Gut, so. Aufgabe C, bei einer Lieferung werden die Pellets in einer Höhe von 2 Meter durch einen Einblasstutzen in einen Lagerraum waagerecht hineingeblasen. Eine aufgehängte Schutzmatte soll dabei verhindern, dass die Pellets brechen.
Wenn die Einblasgeschwindigkeit, also, okay, das ist Ansatz, den sollte man als Ansatz lesen. Also eine aufgehängte Schutzmatte soll dabei verhindern, dass die Pellets brechen, wenn die Einblasgeschwindigkeit zu groß ist. Gut, so, dann haben wir das auch, geschafft, die Aufgabe zu lesen. Und die Flugbahn eines Pellets kann modellhaft durch den Graphen der folgenden quadratischen Funktion beschrieben werden. H von x, das H von x gibt uns die Flughöhe eines Pellets über den Boden bei der Entfernung x in Metern an. H von x ist minus 5 mal x² durch V0² plus 2. Und x ist die waagerechte Entfernung vom Einblasstups in Meter. Und V0 ist die Einblasgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde. Jetzt sollen wir im nachstehenden Koordinatensystem der Graphen den Graphen der Funktion h für eine Einblasgeschwindigkeit von 4 Meter pro Sekunde einzeichnen. Gut, das heißt, wir schauen uns das Ganze mal an. Wir haben da eh schon einen Punkt eingezeichnet, gell, als kleine Hilfe, weil wenn wir keine Entfernung, keine waagerechte Entfernung vom Einblasstutzen haben, dann ist das dementsprechend 0, weil das x 0 ist und dann sind wir in 2 Metern Höhe. So, und jetzt kann man das Ganze zeichnen. Dazu lässt man sich einfach ein paar Werte ausrechnen. Am besten tippt man dazu die Funktion einfach einmal in den Taschenrechner ein, gell, und verwendet dann Table. Dann hat man wenigstens Arbeit. Das heißt, wir haben da minus 5 mal x² durch 4² plus 2. Das ist die Funktion. Und jetzt lassen wir uns einfach ein paar Werte ausgeben. Genau, da haben wir bei, schauen wir mal unten, ja, wählen wir kleinere Schritte dementsprechend, das heißt Table Set, wir sehen, wir haben da unten halbe Schritte, das heißt, wir wählen da auch halbe Schritte, 0,5. Dann gehen wir wieder auf Table und jetzt haben wir diese halben Schritte und das müssen wir jetzt dementsprechend halbwegs einzeichnen. Ja. Das heißt, suchen wir uns mal was Spannendes aus, und zwar 0,75 bei 2. Das heißt, da ungefähr bei der Hälfte müssen wir da rein sein. Das heißt, da suchen wir uns noch einen spannenden Wert aus. Bei 1, da sind wir bei ungefähr bei 1,6875. Ja, wird wahrscheinlich da sein. Und dann schauen wir mal, wann sind wir denn bei 0. Das sind meistens auch ganz spannende Werte. Oh, zwischen 2,5 und 3. Da machen wir jetzt ungefähr. Ja, oder wir lassen es uns ausrechnen. Das geht ebenfalls. Und zwar ausrechnen können wir das mit Calculate. Mit 0 erzeichnen wir uns die Funktion. Wir brauchen natürlich nur den Teil. Linke Grenze haben wir da. Rechte Grenze haben wir da. Und wir sehen bei 2,52. Das heißt da ungefähr. So, und jetzt wissen wir, quadratische Funktion sollte ausschauen wie eine Parabel. Sollte. Hat ihr gewusst, warum ich sage sollte? Ui. Ja, ist sogar schöner geworden, wie ich mir gedacht habe. Ja, also ungefähr, man sollte es halt erkennen. Ja, wie gesagt, man kann auch die Punkte da daneben hinschreiben, das heißt, das war der Punkt 1 und 1,6875, das wäre der Punkt 2 und 0,75 und das wäre der Punkt 2,52 und 0. Ja, dann ist man auf der ganz sicheren Seite, weil dann weiß man, dass ihr wisst, was ihr da macht. Gut! Nächster Punkt, bei einer anderen Einblasgeschwindigkeit trifft das Pellet gerade noch auf das untere Ende der 1 Meter langen Schutzmatte. Bestimmen Sie diese Einblasgeschwindigkeit. Gut, was heißt das? Schutzmatte sehen wir da, Höhe 2,5 Meter, da unten 1 Meter lang. Das heißt, das Pellet bei dieser anderen Einblasgeschwindigkeit, das trifft genau nur dahin. Ja? Das heißt, dieser Punkt liegt auf dem Funktionsgraphen. Das heißt, wir kennen den Funktionswert. Wir schreiben uns den Punkt nochmal hin. Also wir haben da 2 Meter Entfernung, das heißt die x-Koordinate, die Entfernung ist 2 Meter. Und das Pellet, wenn es gerade noch da drauf trifft, muss dementsprechend eine Höhe haben von 1,5. So. Und das verwenden wir jetzt. Und zwar bei dieser Gleichung. Das heißt, wir kennen die Höhe. Die Höhe ist 1,5 und wir kennen die waagerechte Entfernung, die ist 2.
Also haben wir folgende Gleichung zu lösen. H von 2 ist 1,5. Also 1,5 ist minus 5 mal 2 zum Quadrat durch V0 Quadrat plus 2. So, das Ganze müssen wir jetzt noch umformen. Oder wir machen es einfach, wir tippen das gleich in Solver ein. Also wie gesagt, man kann das von Hand umformen. Muss man aber nicht, wenn man den Taschenrechner eh zur Verfügung hat. Schaut jetzt nicht, wenn man das auch macht. Ja. So. Gut, für den Solver, den wir da verwenden, müssen wir allerdings schauen, dass auf einer Seite die 0 steht. Das heißt, wir ziehen einmal minus 1,5 ab. Dann haben wir da stehen, 0 ist gleich. Also für diesen Taschenrechner brauchen wir das, weil, ihr werdet das dann gleich sehen, bei der Eingabe muss man bei diesem Taschenrechner auf der Seite 0 die 0 haben, weil das ansonsten nicht anders da geht. Plus 0,5, wenn wir das gleich abziehen. So, dann verwenden wir den Solver im Mathe-Modus. Einmal nach oben klicken, Solver. Jetzt seht ihr, das muss man da so eintippen, deswegen muss da auf einer Seite die 0 sein. Dann haben wir jetzt minus 5 mal 4, 2 zum Quadrat ist 4, dividiert durch, und das ist jetzt die gesuchte Größe, x zum Quadrat, ja, plus 0,5. So, jetzt hängt es natürlich davon ab, vom Startwert. Ja. Der wird wahrscheinlich, also wenn wir bei 4 Meter pro Sekunde sind, dann sehen wir, da sind wir bei 2 Meter bei 0,75. Das heißt, es wird mehr wie 4 sein. Jetzt nehmen wir vielleicht einmal den Startwert. 4, Alpha Solve. Und wir sehen, okay, wir haben da eine Einblasgeschwindigkeit von 6,32. Das heißt, V0 ist 6,32, also 3, 2, 4, 6, wenn wir runden. 3, 2, 4, 6 ungefähr Meter pro Sekunde. Wie gesagt, quadratische Gleichung, wenn man das umformt, also wenn ich da jetzt mit V0 multipliziere, dann erhalte ich dementsprechend eine quadratische Gleichung, könnte zwei Lösungen haben, können wir da noch überprüfen. Schauen wir vielleicht einmal einen negativen Startwert, einmal minus 100. Ich hoffe, wir sind nicht zu weit weg. Genau, und dann hätten wir da minus 6,32, das heißt dementsprechend zwei Lösungen, wie es bei einer quadratischen Gleichung auch dementsprechend sein sollte. Gut, ja, dementsprechend, das war es schon wieder zu dieser Aufgabe. Wie gesagt, immer betont nochmal, alles genau durchlesen, Signalwörter anstreichen und dann immer, also die ganze Zeit aufmerksam sein, dann sollte es schon funktionieren. Ja, wie gesagt. Ich hoffe, es hat euch dementsprechend wieder ein bisschen weiterhelfen können und dementsprechend würde ich mich freuen, wenn es das nächste Mal wieder einschaltet zum Mathe Matura Express und wünsche euch bis dahin viel Spaß beim Üben. Danke fürs Zuschauen.